Heute bei der Neuen zu Gast ist Udo Landbauer, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Partei. Herr Landbauer, warum sind Sie Politiker geworden? Ich habe mich in jungen Jahren schon für Politik interessiert im weitesten Sinne, mich eher selbst zu gestalten, das Umfeld, das einen selbst und die Bekannten betrifft und da auch selbst aktiv zu werden, um am Ende des Tages auch etwas zu erreichen. Haben Sie Ihre Entscheidung schon bereut? Nein, niemals. Also einzelne Tage gibt es natürlich, wo man sagt, vielleicht wäre es doch was anderes gewesen, aber es war die absolut richtige Entscheidung und bin heute noch mit großer Freude dabei. Was ist Ihr liebstes Hobby? Im Winter Skifahren, im Sommer Radfahren. Drei Dinge, bei denen Sie schwach werden? Ui, guter Wein, hübsche Frauen und macht mir gutes Essen. Wann konnten Sie zuletzt richtig herzhaft lachen? Das war eigentlich in den Weihnachtsfeiertagen im Kreis der Familie. Haben Sie richtige, also echte Freunde aus anderen Parteien? Ja, das habe ich sogar, sehr enge Freunde. Ja. Von wem? Ja, Grüne zum Beispiel? Nein, wirklich aus beinahe allen Lagern. Die engen Freundschaften im grünen Bereich halten sich ja in Grenzen. Bitte vervollständigen Sie die Sätze, die Familie ist. Wichtig. Am 29. Jänner werde ich keinen blauen Montag machen. Mein Lebensziel ist zu gestalten und zu erreichen. Okay. Danke für das Gespräch. Das vollständige Interview finden Sie in der Printausgabe der Neuen.